Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Animal Crossing New Horizon. Es steht Part 01. Warum 01? Weil das ein Neuanfang wäre das falsche Wort, weil es dieselbe Insel ist, auf der wir weiterspielen, aber Neuanfang in der Hinsicht. Das ist doch schon ein bisschen länger meine Finger von Animal Crossing New Horizon weggelassen habe, aber nun ist ein Update da und vieles mehr. Und dementsprechend finde ich, es ist nochmal anders halt jetzt eben mit einem neuen Projekt und alle paar Tage online kommt und Animal Crossing New Horizon jetzt doch nochmal ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen und zu schauen, was es da so gibt. Der Plan für heute wird sein, dass wir einfach nochmal schauen, wie war unsere Insel, was hatten wir bis jetzt alles so erreicht und einfach eine Part nochmal ein bisschen update-mäßig zu Gemüte zu führen, wie es denn hier bei uns aktuell so aussieht. Das ist der Plan und das machen wir jetzt auch und damit willkommen zu dem Part von Let's Play Animal Crossing New Horizon. Quasi zu der Staffel 2 Episode 01 hier auf unserer alten heimischen Insel namens Gamer Codes Island. Und ja, bevor es eigentlich fragen, ich plane auch hier und dann mal wieder ein Community-Part-Livestream, wo ihr auf meine Insel gehen könnt, ist auf eure Insel. Vor allem der Part ist auf eure Insel, ist eine Sache, die mich doch sehr interessiert, einfach weil ich es sehr, sehr gern mal wieder sehen möchte, wie sich eure Insel mit der Zeit verbessert haben, verändert haben und mit sicher als schöner geworden sind. Denn ich bin mir sicher, dass ihr nicht alle so auf K wart wie ihr und einfach gefühlt das Game nicht mehr angefasst habt seit über ein Jahr. Was tust du? Das passt, ja, mich interessiert, wie es bei euch aussieht. So, wir haben heute Donnerstag, den 23. Dezember 2021. Morgen ist Weihnachten. Yay, ich freue mich sehr drauf. Bei Wake Up Morgen ein Weihnachts-Special-Part. Ich hoffe, dass den wirklich noch schafft, zum 24. hochzuladen. Aber das kennen wir es. Safe kommt irgendwann erst Mitte Januar. Hier nun das Neueste für heute. Beginnen wir mit einem Update bei den Verordnungen. Auf der Geese Island können ab sofort Verordnungsregelungen bestimmter Dinge erlassen werden. Verordnungen können erheblich zur Verbesserung der Lebensqualität aller Inselbewohner beitragen. Der Erlass solcher Regeln setzt ein gutes Gespür für das Allgemeinwohl voraus. Auf Geese Island übernimmt Inselpresser David deshalb die Verantwortung hierfür. David, falls du es zuhörst, ich bin schon ganz gespannt, für welche Änderungen du sorgen wirst. Ich auch. Wer noch Fragen zum Thema Verordnung hat, meldet bitte bei mir im Service Center. Ich möchte noch hinzufügen, dass es ein neues Angebot für Ausflüge gibt. Ab heute können Inselbewohner Bootsausflüge zu unbewohnten Inseln unternehmen. Diese Ausflüge laufen etwas anders ab als der am Flughafen angebotenen Touren. Hier ist auch der Weg ein bisschen das Ziel, die Briefe des Ozeans zu genießen. Die Prise, pardon, ist einfach herrlich. Es gibt eine Menge unbewohnter Inseln, die nur per Boot zu erreichen sind. Auf vielen soll es Material zum Basteln geben. Und mitunter sind seltsame Dinge am Boden vergraben. Mysteriös, oder? Ein Bootsausflug ist nur einmal pro Tag möglich und man muss Meilen dafür einlösen. Interessierte Insulaner sollten sich zum Stick begeben und mit dem Bootskapitän pressen. So, das war's für heute. Dann noch viel Spaß aus allen. So. Kleines so mal nebenbei, das hast du saying als Info, also heute, wie gesagt, erstmal Update der Insel, morgen, ist also nein, wie die Insel aussieht, meine ich, ist ein Update, wie sie ist denn aus, Hilfe. Morgen plane ich, wie gesagt, das Weihnachtsspecial, da haben wir noch ein Silvester-Special vor und danach werden wir uns dann mit dem Update befassen und dem Zusatz-DLC-Inhalt, den ich mir kaufen wollte, tue. Außer erst muss ich mal mein Design umändern, weil es geht immer gar nichts. Und dazu passend werden wir uns also auch anschauen, wie man Haus nochmal aussieht. Ich meine, klar, ihr könnt das einfach nur die letzten Parte anschauen und wisst das dann quasi im Endeffekt auch, aber ich will mir ja selbst nochmal ein Bild davon machen, wie es aussah und vor allem, wie heißt es aussah, wie will das aussehen wird nach dem neuen Update. So, deshalb ist es, glaube ich, so ein ganz sinnvoll, das zu machen. So. Ja, sehen wir uns mal um. Let's go. Oh geil, ich trage einen Taucheranzug. Wieso das denn? Wie kann ich den jetzt abziehen irgendwie?
Ah, hier ging das. Oh mein Gott, da hat es ja sowas Komisches hier an. Ja, ich habe das Spiel lange nicht mehr gespielt, deshalb bin ich halt auch wieder nicht raus mit der Steuerung. So, jetzt müssen wir irgendwas Normales anziehen. Wir haben Winter, dementsprechend ist es kalt. Und da brauchst du definitiv erstmal einen fetten Weihnachtspulli und eine dicke, dicke Hose. Besten die Schneehose, genau. So, dann ist das für eine komische Brille und Maske. Wir haben nach wie vor Corona. Leider. Brauchen wir dicke Socken. Gute, gute Winterschuhe. Dann brauche ich einmal eine Jacke, was draußen kalt ist, weil Armin ist Winter. So, haben wir dann eine schöne Winterjacke. Ist das eine gute Frage hier? Skijacke, wunderbar. Das ist doch mal ein nettes Design. Das will ich mir nur noch meine Brille. Eine komische Nachtsichtbrille da aussehen, weil ich schließlich jetzt gerade nicht nachts sehe. So, das sieht dann mal gut aus. So, das hier war mein Schlafzimmer bei Alvane, ne? Hier mit so einem Bett und noch ein Bett und einer Zugbox und ein Schreibtisch. Hier können Sie es aus der Ego-Perspektive sehen. Das sieht aber wild aus, das Nehmer. Und mit der kleinen Anlage auf dem Boden. Ja, das war alles noch nicht so geordnet, sondern irgendwie im Ende irgendwo einfach hingestellt. Ja, das ist so eine Sache, die will ich einfach noch besser machen. Das geht mit dem Update, glaube ich, dann sehr gut. Da freue ich mich ein bisschen S drauf. Darum hier, der war auch noch S ziemlich chaotisch, wenn ich mich noch richtig erinnere. Oh, wieder so eine Kackerlage. Ja, da war so ein bisschen so eine Mischung aus Fitnessraum und irgendwie. Es war eine Abstellkammer. I don't know, sieht ein bisschen aus wie einer von meinen Kellerräumen, das ist. Ja, I don't know, ob das jetzt so zielstrebend ist. Ja, ja, meines. Naja, was soll's. So, hier hinten hatten wir dann das Bad, das weiß ich noch. Und das war auch strange, weil der einfach gefühlt alles doppelt, dreifach, fünffach gab. Ich hätte es. Mit drei Toiletten und so weiter, aber man konnte sich nebeneinander hinsetzen und aufs Toilette gehen. Ist doch schön. Also das war auf jeden Fall das Badezimmer. Ja, und falls by the way, jetzt so ein oder andere fragt, ja, wieso hat denn David keine Facecam? Ist er jetzt faceless geworden oder was? Ja. Aber ja, in Hauptsache ist deshalb, weil ich mein Setup komplett umgeändert habe. Also es ist nicht mehr im Keller jetzt, sondern in meiner eigenen Wohnung. Also Wohnungsteil und da, ja, es ist auf jeden Fall relativ viel passiert und ja, das Setup ist einfach nach oben gemoved und ich muss es jetzt einfach jetzt hier oben aufbauen und da ich leider noch kein Greenscreen habe, weil er trotz Amazon Prime erst in einer Woche oder aus zwei Wochen ankommt, weil die irgendwie deshalb Lieferprobleme haben, wo ich es denn bestellt habe, habe ich leider so lange auch kein Screenscreen. Aber erst sobald es wieder habe, gibt es Screenscreen wieder. Das ist meine wilde Küche hier. Aber ja, tatsächlich bin ich jetzt in der Lage, doch bald mal eine Setup-Tour zu machen. Und die wird nach irgendwie gefühlt 5 Jahren verspressen, endlich auch mal kommen. Wobei es jetzt hier nicht so spektakulär ist. Ich habe einfach einen Schreibtisch mit zwei Bildschirmen. Ein Rechner und halt alles, was halt zum Streamen immer braucht und mehr halt auch nicht. So, das ist mein kleiner Hobbykeller hier. Ich finde, das sieht anders nice geworden aus. Mit einer Karthallen, du Teppich, dann da hinten meine YouTube-Ecke und Billardtischen. Und allen drum und dran. Also, ist definitiv sehr, sehr nice geworden. Das ist doch mal toll. Ja, das war soweit mein Haus. Zeitpunkt jetzt. Und ich weiß, dass ich mit dem Designer-Update da viel Wildes bauen werde. Ich will unbedingt ein Hotel bauen, ich will ein Restaurant bauen. Oh mein Gott, da gibt es so viele tolle Möglichkeiten, Sachen zu bauen. Wisst ihr, wie toll das sein wird? Eieiei. Das wird so toll werden. So, und das war meine Insel. Mein Haus war hier ein bisschen auf so einer kleinen Erhöhung gelegen. Das fand ich eigentlich ganz wild. Die ich da gebaut hatte. Dann, was hatten wir noch? Spoiler, wir hatten ja relativ viel. Naja, hier hatte ich was, ein Geweck, was anderes krasses gebaut gehabt, nämlich eine Schule.
weil alle länger fragen wissen, ich will ja nach wie vor mal Lehrer werden, Grundschullehrer, um was sein. Und da hatte ich hier einfach mal eine Schule gebaut. Das mit einem Insel-Design-Update auch besser werden, ist dann eine richtige Schule, die man entsprechend bauen kann, will ich mal sowas haben. So, ich weiß, dass du mir verfolgst, aber es will gerade ehrlich gesagt nichts von dir. Dementsprechend lass uns einfach in Ruhe. Danke schön. Ey, das Ding war wild. Dann hatten wir das Rathaus und alles Mögliche. Hier haben wir den Flughafen. Also so sah meine Insel bis jetzt aus. Ganz ehrlich, nichts Wildes. Ihr habt schon alle deutlich viel schönere Inseln. Aber ich will es einfach ein bisschen aufpeppen mit dem Insel-Design-Update. Nicht nur mal neu anfangen, aber vieles einfach anders machen. Vor allem schöner machen ist die Devise der Stunde, was passieren wird. Ja, es wird einfach alles richtig toll und schön werden. Ne, hier sind noch so eine Häuserfront mit ein paar Häusern. Ganz nett und toll. Und hier war, glaube ich, wieder irgendwo eine Brücke. Hier hinten. Nein, war nicht. Ah, die war da oben. Toll. Ja, so ganz auswendig weiß auch nicht mehr, wie meine Insel aussieht. Leider, weil es erst so lange nicht mehr online war. Das ist so schade. Aber das Update, das hype mich jetzt erst. Und ich weiß, bin ein bisschen verspätet dran, weil es doch ein verlängerter Zeitraum ist. Aber es hype mich jetzt. Und dementsprechend will ich das jetzt auch spielen. Vor allem, weil ich jetzt einfach wieder wirklich viel. Das heißt viel, aber zumindest Zeit habe, um ein bisschen was zu bringen. All paar Tage Content. Und das wird es jetzt auch geben. Und das wird so wild werden. Definitiv. So, mal online ist halt abgelaufen. Ich kann es heute auch nicht online spielen, auch das Update noch nicht ausprobieren. Also, ja, weil es sagt immer Update, obwohl es eigentlich ein DLC ist, ne? Aber dann werde ich es dann das nächste Mal ausprobieren. Aber Nuxladen geht trotzdem immerhin. So, und heute gibt es Klobedarf. Zum Beispiel hier ist eine. Ich weiß gar nicht, ob ich das so habe, ehrlich gesagt. An was Becken. Wir nehmen es einfach mal. Einfach damit ich wieder was gekauft habe. Gut. Ein Ventilator. Den brauchst du definitiv. Okay, ich habe keine Lizenz. Gut, das mache ich dann die Tage. Aber cool, dass man dann auch Zeugs an die Decke und so weiter machen kann. Da ist einfach so viel Neues möglich. Und ihr merkt es einfach so. Ich bin so dermaßen gehypt, was es so Exorcist ist. Es wird krass werden. 100 Pro wird es krass werden. Oh mein Gott. Ich hab's einfach vermisst, einfach wieder hier vom Mikro zu sitzen, zu reden. Frühjahr zu sein, Spaß haben. Spieler zu Spiel, alle Community zusammen, die sich in Spaß drin reinzieht. Ei, das wird toll. Das war toll, wirklich. Und so dieses Ganze, was ich zu Weihnachten gesagt habe, das ignorieren wir jetzt einfach mal. Danke schön. Aber ja, ohne Scheiß, das wird zu toll werden. Also, könnt es wirklich darauf einstellen, dass das wieder erst eine spaßige und tolle Zeit wird. Ich bin auch wieder motiviert mit einem neuen Setup, was ich jetzt hier aufgebaut habe, alles drum und dran. Es wird toll werden. Wirklich. Also, ich plane auch ein, okay, ich hab's doch gehabt, scheiße. Egal, dann verkaufe ich es oder versenkst es oder whatever. Ich plane tatsächlich jetzt wieder noch einen Top mit einem Kumpel. Ein GTA 5, das nochmal durchzumachen auf meiner PlayStation 5. Und auch das wird tatsächlich in Live-Form sein. Und wird tatsächlich auch schon sehr bald starten. Also sehr, sehr bald. Vielleicht suchen wir heute oder morgen Abend. Mal sehen. Und das wird einfach wild werden. Also das wird. Also, wenn ihr das Video seht, dann meine ich, dass heute Morgen starten wird. Und das wird erst gewählt werden, das Projekt. Ja, also das wird dann das Livestream quasi sein. Das war's sein. Also, seht schon, ich habe vieles. Will es vorhin nächstes Zeit über die Weihnachtsferien ist ein bisschen mehr, danach wieder ein bisschen weniger. Und nach den Weihnachtsferien will es zumindest Animal Crossing schauen, dass das alle paar Tage mal bringen. Um einfach doch zumindest ein bisschen aktiv zu bleiben. Das soll es auch so mit dem Part gewesen sein. Ich drehe immer so ungefähr 15 Minuten ein pro Part. Das ist das, was ich wirklich täglich schaffe und auch machen will. Beziehungsweise, was ich mir einfach fest vornehmen zu machen. Und ja, das soll es, wie gesagt, soweit mit dem Part gewesen sein. Ich hoffe, ihr freut euch auf Projekt und seht ein bisschen, was kommen wird. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Und ciao!